Wow, okay, okay. Dann schutzschilden wir erstmal und machen einen Rückenwind. Let's go. Oh, sie hat sich sehr schnell entschieden, was sie machen will, okay. Schallwelle kommt auf mein Papunga durch. Meine Güte, ey. So, dann machen wir Phantomkraft auf Sylveon. Und mit dir machen wir Wutpulver. Will ich rausgenommen werden? Ich will rausgenommen werden, ja. Der Phantomkraft? Ist das richtig? Okay, wir machen Schlafpuder. Ja. Geht daneben! Schallwelle kommt durch. Das habe ich mir schon gedacht. Okay. So. Machen wir den Kugelsaat. Ja. Wir greifen Karpels an. Kugelsaat auf Zapplerang. Er hält's aus. Unglaublich, ey. Wie tanky ist dieses Ding? Noch einer? Jawohl. Ja, und die Schallwelle kickt meinen Karpel drauf und gute Nacht. Beide! Meine Fresse, okay. Ja, egal. Wohlverdient verloren. Hätte ich meinen Rex Blizzard mitnehmen sollen. Gut, gut. Blütenwirbel. Boah, reicht das aus? Boah, komm, das muss ausreichen. Sehr schön. Knuddler von Altaria, geht daneben! Ein physisch angreifendes Altaria, okay. Überreste. Interessant. Rückenwind fließt nach, nicht schlimm. Ursaring. Ja, mein Papunga hat ja gar nichts gemacht. Rex Blizzard wäre so viel besser gewesen. Wow, ist das Ding bulky. Heide Witzka. Ach so, er hat hier Terra Fee gemacht. Okay, ich verstehe. Gut. GG. So, jetzt gehen wir wieder von vorne rein. Von vorne, ja, natürlich. Wir sorgen erstmal für eisige Stimmung.
Wird das diesmal ausreichen? Ich weiß es nicht. Wenn ich einen Crit kriege, habe ich es verdient. Dieses Verteilteil ist nicht mehr zu entschuldigen. Der Donnerblitz kommt durch. Mein Lasso King mit voll KP und voll Spitz Investment hält aus. Unglaublich. So, dann holen wir Siberio rein. Unseren Austeiler, der im Schnee doppelt so schnell ist. Erdbeben trifft nicht. Steinhagel kann treffen. Eiszapfhagel auch. Wir nehmen den Eiszapfhagel. So. Und gucken, was das macht. Er hält aus. Okay. Zurückgeschreckt. Oh, ist das gemein. Ist das gemein. Eieieiei. Dann noch ein Eiszapfhagel. Und deswegen habe ich mit Eiszapfhagel angegriffen. Gemein, 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 gemein. Sylveon ist dran. Du bist langsamer als mein Siberio. Und der Eiszapfhagel kommt wieder. Oh mein Gott, oh mein Gott. Sehr schön, rausgenommen. Das freut mich. So. Ja, Kobein ist nur für physisch angreifende Monster da. Snibuna muss halt diesen speziellen Angreifer jetzt rausnehmen. So, dann haben wir den Eiskreisel für den Fall der Fälle. Aber wir greifen die Fassade an. Lassen wir uns ein bisschen hier. Präsentieren wir uns mit unseren Attacken ein bisschen hier, ne? Ich glaube, die erste Runde geht an mich. Cremanzo. Sehr schön, sehr schön. Da kommt der Nachthieb. Dass wir Cremanzo vielleicht tanken, weil er ja defensiv gar nicht so schlecht aufgestellt ist. Ja, wie ein King. Rüstungskanone kommt. Und der Fokuskurs ist da. Nachthieb kommt. Und tschüss, Cremanzo. Jetzt haben wir nur noch einen Mon beim Gegner. Und ich bin noch zu dritt aufgestellt. Sorry. Ich glaube, ich hätte mich ein bisschen nerven müssen. Ursaring. Der Bärchen ist auch am Start. Okay. Eiskreisel. Wir sind schneller, 100%. Hängt er wie ein King? Fassade holt mich raus. Ist das ein Rasanz-Ursaring? Mit dem Toxic Orb. Statt Heiß Orb, okay. Ja, Kubin regelt. Ja komm, zweimal angreifen reicht auch. Aqua Durchstoß. Verteidigung sinkt. Böse, 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 böse. Und noch einer.
So, zweite Runde, zweites Leben, keine Ahnung. Drücken wir erstmal auf Stopp. Team ist gepickt. Mein Lasho-King hält einen sehr effektiven Donnerblitz aus von einem Zapplerang. Das ist schon mal was. Sylveon wird reingeschickt. So, dann machen wir mal eine eisige Stimmung. Ja, wir machen die eisige Stimmung. Selbstverständlich. Wow, 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 wow. Das ist echt hammerhart, was Sylveon hier austeilt, ey. So. Ja, Tiberio, mach das Ding. Eiserfrage, let's go. Fast down, verliert KP. Und die Schallwelle nimmt mich raus. Wunderbar. Okay. Jetzt kommt Snibona zum Einsatz. Und wir tanzen aufs Parkett mit dem Eiskreisel. Sylveon ist out. 3 gegen 3. Userin kommt zum Einsatz. Very interesting. Da wird die Fassade kommen. Wir holen Kubin raus. Das nimmt Kubin wie ein King. Der Schädel platzt. So, jetzt wird die nächste Attacke Shepard von Ursaring. Wir Bauchtrommeln, Aqua-Durchstoß, wir Aqua-Durchstoßen. Und hoffen, dass wir die Death senken. Oh Mann. Hat er wunderbar getankt. Und Kubin hält das leider nicht stand. Es hört auf zu schneien. So, Lasho-King kommt dran. Und wir setzen die Hydro-Pumpe ein. Ja, komm, Hydro-Pumpe, mal gucken. Tankt das Lasho-King? Nein, wunderbar. Jetzt geht sie hier durch. Sylveon war wohl der richtige Start am Anfang. Jetzt kommt mein Snibunna dran. Und wir greifen mit Eiskreisel an. Ah, es reicht nicht. Hätte ich Terra kristallisieren sollen. Langfinger, den Toxi-Orb habe ich gestohlen. Ah, das ist jetzt sehr böse. Okay. Oh Mann, Alter, man hofft mit Langfinger richtig geile Items zu klauen, aber jetzt habe ich mich komplett selber outplayed. Oh Mann. Mit der Terra hätte ich den rausholen können. Hab gar nicht daran gedacht. GG! Rufe ich noch einmal einen Eissplitter rein und that's it. Der Switch-In war wahrscheinlich ein Missklick. Hätte ich einfach das Mon normal sterben lassen sollen.
das peinlich. Ich verliere gegen Nia Nia, alias echter Name Victoria. GG.